Hey liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Show. Ja, heute, wie versprochen, möchte ich euch zeigen meine, naja, hier Resident Evil Versionen, also GameCube Versionen von Resident Evil. So ge besser so gesagt. Ja, und wir fangen an mit Resident Evil 2, mit meinem ganzen Stolz. Leute, hier. Resident Evil 2, ne? Für Nintendo GameCube. Das Tolle an der Sache, Leute, das Spiel ist komplett verpackt. Es ist noch komplett eingepackt, ne? Es ist eine englische Version. Na komm, wird schon scharf. Es ist eine englische Version. Ja, was anderes wollte ich auch nicht haben. Es ist, kam glaube ich 2002 für Nintendo GameCube raus. Und naja, seitdem liegt das hier bei mir komplett eingepackt. Gut, es lag nicht immer bei mir, es lag mal woanders, aber ich habe mir das geholt. So, weiter machen wir mit Resident Evil 3 Nemesis. Es ist eine Ami-Version. Was mich stutzig macht, ist hier dieses Nintendo-Logo. Dieses so, so ein etwas längeres Nintendo-Logo. Normalerweise ist das Nintendo-Logo so rund, ne? Aber hier ist das so komisch länglich. Ich habe mal gehört, dass es, naja, so von den Piraten, so Piraterie, Videospiele Piraterie, die hatten immer so ein langes Logo, aber naja, hier, was soll's. Ich habe das Spiel. Habe ich mir extra noch aus Amiland geholt. Ne? So, machen wir gerade auf. Es sind, glaube ich, zwei oder eine CD, das weiß ich gar nicht. Hier ist ja, das Büchlein hier. Ne? Das Tolle ist ja, früher gab es ja so tolle Büchlein. Hier ist noch komplett in Farbe. Und ich glaube, ich glaube, es ist nur eine CD, ne? Das sind so kleine Mini-CDs. Total niedlich, ne? Ja, ich habe leider kein Nintendo GameCube, wo ich das spielen könnte, aber mein Gott, es gibt Emulatoren, wo man das spielen kann. So, und weiter machen wir mit Resident Evil Code Veronica X. Es ist auch so eine irgendwie Uncut-Version, aber ich meine, die waren alle Uncut. Ne? Also von den Code Veronica X kenne ich kein Spiel, was geschnitten war. Aber ich habe mir extra so eine 16-Plus-Version geholt. Ist wohl auch englische Version. Hier ist ja, zwei CDs drin. Na, komm jetzt. So, hier ist auch mit Büchlein. Für die PS2 hatte ich ja keins, aber dafür habe ich wenigstens eins. Hier sind zwei CDs drin. No. Auch ein tolles Spiel. No. Alles tolle Spiele. So, weiter geht's mit Resident Evil Zero. Ja, Resident Evil Zero. Jo, kam 2002 raus. Oder 2003. 2002, 2003 kam das für Nintendo GameCube raus. Ich habe hier wieder die Ami-Version, wieder mit diesem langen Logo. Ja, habe ich extra gesucht, weil ich habe keine Lust, dass ich wieder von den deutschen Versionen verarscht werde, ne? Aber ich meine, die deutsche Version, die sind ja auch uncut. Hoffe ich zumindest mal. So, hier sind wieder, glaube ich, zwei CDs drin. Die Box ist auch ein bisschen anders. Nur ein bisschen komisch. Hier ist auch ein Büchlein drin. Sind auch zwei CDs drin. Hier kannst du nichts umblättern. Nur tolle Resident Evil CDs. Die kleinen. Jo. So, sowas gibt's auch, naja, mittlerweile als HD Remastered habe ich für die PS4 und
Das möchte ich jetzt als nächstes Let's Playen, wenn das Collat hochgeladen ist, komplett. Fangen wir damit an, aber nicht halt mit der HD Remastered, mit der HD-Version für die PS4. So, und weiter geht's mit Resident Evil 1 Remake für Nintendo GameCube. Es ist auch eine englische Version, keine Ami, sondern englische Version mit einem runden Nintendo-Logo. Kam so zeitnah mit dem Zero mit raus, ist ungefähr auch so vom Spielmechanik her ist ungefähr gleich. Also grafisch hier, grafisch gesehen. Ne? Jo. Da sind auch zwei CDs, glaube ich, drin. Jo. Hier ist ein Büchlein. Auch ein Büchlein dabei. Ne? Jo. Und zwei CDs sind da drin. Ich weiß nicht warum, aber naja. Für das Nintendo Wii gibt es immer nur eine CD. Für GameCube waren es immer zwei. Wahrscheinlich, weil die CD so klein sind. Höchstwahrscheinlich. So. Kam auch 2002, 2003 kam das Spiel raus. Ist auch ein richtig geiles Spiel. Finde ich cool. Habe ich auch für die PS4 als HD Remastered. Tun wir auch Let's Playen. Aber erst nach dem Collat und nach dem Resident Evil Zero. So, hier, Resident Evil 4, Leute. Resident Evil 4. Eine 18 Plus Version. Habe ich extra drauf geachtet. Beim Kaufen, ne? Ist auch eine englische Version. Eine Uncut Version. Mit allen Minigames mit dabei. Ein rundes Nintendo Logo. Keine hier Piratending. Hier ist auch ein Zettel dabei und dann hier ist ein Büchlein dabei und alles zusammen. Sind zwei CDs, einmal wahrscheinlich das Originalspiel und einmal hier das Minigames. Denke ich mal, ich weiß es nicht, ich hab's, naja, ich hab's also so auf einem richtigen GameCube noch nie gezockt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Die CDs sind auf jeden Fall alle kratzfrei und alle top von den allen Spielen, was ich so hab. Da habe ich extra noch extra drauf geachtet. Ja, das war jetzt die meine Nintendo GameCube Resident Evil Sammlung. Ja, was gibt's da noch zu sagen? Gar nichts. Ich habe ja eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Ja, ich würde sagen, als nächstes machen wir so einen kleinen Mix in der nächsten Folge. Da machen wir so ein bisschen Nintendo 64, Game Boy, Nintendo DS. Machen wir alles dabei, ne? Das wird dann in der nächsten Folge kommen. Ich hoffe, euch hat hier das bisschen gefallen, was ich gerade gezeigt habe. Ansonsten, jo, macht's gut und tschüss.